So der Teufelskreis der narzisstischen Gesellschaftsordnung. Der Narzissmus in der narzisstischen Gesellschaftsordnung hat zwei Seiten, den Ego-Überschuss und das Ego-Defizit. Alternativ kann man auch sagen Ego-Inflation und andererseits Ego-Deflation oder auch Egozentrik und andererseits Ich-Schwäche. Das äußert sich dann zumeist in beiden Fällen in bloß leicht verschiedenen Süchten bzw. suchtähnlichen Verhaltensweisen. Man könnte auch sagen, in manischen Verhaltensweisen oder auch in zwanghaften Verhaltensweisen. Im Ego-Überschussbereich sind, wie schon öfters erwähnt, Habsucht, Herrschsucht und Geltungssucht typisch. Im Ego-Defizit-Bereich sind Unterwürfigkeit, Mitläufertum und eine Art Leichtgläubigkeit bzw. Naivität bzw. Kritiklosigkeit typisch. Die Ursache dieser narzisstischen Störungen, die auch als einerseits grandioser Narzissmus und andererseits als ängstlicher Narzissmus beschrieben werden, die Ursachen dieser fehlenden psychischen Balance bzw. fehlenden psychischen Ausgeglichenheit bzw. fehlenden psychischen Ausgewogenheit, fehlenden psychischen Stabilität, die Ursachen dieser individuellen psychischen Schieflagen haben anscheinend etwas mit der Beziehung, nicht so sehr mit der Erziehung, sondern mit der Beziehung zwischen Eltern und Kindern zu tun und haben anscheinend etwas mit offenen oder verborgenen Traumatisierungen zu tun. Und hier scheint es eine Art Vererbung über die Generationen zu geben, sodass in den meisten Fällen wahrscheinlich der Krieg die ursprüngliche Traumatisierung gewesen ist. Später kann dann aber immer natürlich auch individuelles Fehlverhalten der Eltern hinzugekommen sein, zum Beispiel direkte Gewalttätigkeit oder einfach offene Lieblosigkeit, Schrägstrich Gleichgültigkeit, Ablehnung oder ganz einfach Abwesenheit. Also wenn die Eltern sich getrennt haben und mindestens ein Elternteil die Elternrolle überhaupt gar nicht übernommen hat. Es ist aber die Lieblosigkeit der Kern und die Lieblosigkeit bzw. emotionale Bindungsunfähigkeit ist ein typisches Problem von Menschen, die traumatisiert wurden, weil sie wichtige emotionale Bezugspersonen im Leben verloren haben, wie es eben insbesondere im Krieg der Fall ist, wo man selbst vielleicht überlebt, aber in der Regel nicht, ohne zumindest wichtige Freunde, enge Bekannte oder eben sogar enge Angehörige zu verlieren. Also mehr oder weniger geliebte Personen, die dann eben plötzlich für immer wegfallen bzw. eben tot sind. Die resultierende Gefühlskälte ist dann ein Schutzmechanismus gegen erneute seelische Qualen bzw. Schockerlebnisse. So, und der absolut tragische, für die gesamte Menschheitsgeschichte ausschlaggebende springende Punkt, der über die Zukunft der Menschheit schlechterdings entscheiden wird, ist nun der, dass die narzisstischen Störungen, die also höchstwahrscheinlich in vergangenen Kriegen ihre Wurzeln haben, eben in der Traumatisierung der Vorfahren und in der direkten oder indirekten Weitervererbung dieser Posttraumatisierungsverfassung. Der Punkt ist der, dass diese narzisstischen Störungen, dass diese somit kollektive psychische Schieflage auch automatisch letztendlich wieder den Keim zum nächsten Krieg in sich trägt, beziehungsweise die im zynischen, makaberen Sinne perfekte Grundlage für weitere große Kriege bietet. Worum geht es denn im Krieg? Doppelpunkt. Es geht um Macht, es geht um Besitz, es geht um Geld, es geht um Güter und Besitztum, um Grund und Boden, um Hoheitsgebiet. Es geht um Dominanz in der Spitze und um Mitläufertum und Kritiklosigkeit in der Breite. Also Fehlverhalten oben und Gehorsam und Unterwürfigkeit unten in der Breite. Hierfür ist so eine quasi sadomasochistische Gesellschaftsordnung mit Herren und Dienern, mit Anführern und Folgenden, durchaus auch mit Influencern und Followern, kurzum eine narzisstische Gesellschaftsordnung,
Diese ist dann im makabren, zynischen Sinne die ideale Ausgangslage oder Grundlage.